Hey Freunde, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Peng! Aha. Zum Glück habe ich das nicht ausprobiert, als wir da unten drin standen. Da kommt das Ding heruntergeschossen. Ich fass es nicht. Gott, ist das eine kranke Scheiße hier. Kollege, du hast keinen Kopf mehr. Das heißt, du müsstest jetzt reinknicken. Einmal die Kniekehle zerschießen und schon geht das wieder. Ich glaube, das wird auch unser Lieblingsziel sein. Nämlich die Knie, damit die einknicken und wir die abfackeln können. Spart Munition. Da die ja so exorbitant viel aushalten mittlerweile. Ach ja. Gotta be a trap. Nein, Captain Obvious, wirklich. Das sieht ja gar nicht nach einer Falle aus. Gut. Da wir das geklärt haben, müssen wir jetzt hier wieder durch. Und da ist schon wieder was. Wisst ihr was? Teile! Ja, damit. Ach, da höre ich sie schon wieder rumgrunzen. Wo ist denn der Spasti? Ach, ist mir leid. Bitte? Hier. Gott, ist der doof. Aha. Aha. Hey, Kollege. Kommen Sie noch mal her. Kommen Sie her, gekrebst. Get down! Batsch. Tja, die Waffen unseres Feindes sind doch unsere Waffen. Da klebt er der Hand dran. Ja, sieht echt ulkig aus. Sowas finde ich klasse, dass man die Fallen dann auch ausnutzen kann. Richtig geil. So. Hätten wir den auch erledigt. Oh, Mami. Ne, ne, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Dass man das nicht abbrechen kann. Boah, kann man bestimmt, aber ich war wieder zu blöd dafür. Jetzt krebst ihr mal alle schön darunter. Fail! Okay, einen haben wir erwischt. Das gibt's doch nicht. Ja.
viele haben wir denn jetzt erwischt? Auf jeden Fall mehr als einen. Ja, schleich dich doch darauf, ey. Na komm. Na komm. Hey. Fido, hier sind wir. Ah. Alles Gute kommt von oben. Ja, wie jetzt? Der will uns doch verarschen wieder doch. Nee, nee, nee. Das probieren wir direkt nochmal. Komm. Du musst dich schon an das Drehbuch halten, Otto. Komm her. Patsch. Ja, komm. Ich lasse ihn jetzt hier raufkommen. Und dann springe ich runter. Ja, komm. Wie der sich mit dem Kopf da drauf darüber zieht, ey. Herrlich. Ja, komm her. So, ich hau das jetzt schon mal runter. Jetzt aber. Das kann er nicht überlebt haben. Lecker. Ich glaube, ich nenne dieses Teil den Fleischklopfer. Passt doch, oder? Richtig gut. Also die Szene, die gefällt mir. Jetzt hört der wahrscheinlich wieder die Leertaste auf mich rumhämmer. Ah, komm. Und nochmal. Und noch einmal. Ja, bitte geht doch. Ja, meine Tastatur. Ach so, boah. Meine Tastatur ist relativ laut. Da kann ich auch nichts dran ändern. Kipp. Ah! Ich finde ja noch mehr. Aua. Ja, ei. Wie viele sind denn das? Ei, da war ja noch so ein Teil. Uns alle erwischt. Ha, herrlich. Ja, die halten auch einfach viel zu viel aus, also. Muss man echt Glück haben, dass man einen kritischen Treffer landet. Im am Bein. Achso, stimmt ja, die gehen ja auf. Was ist das? Achso, das ist der Spiegel. Ich dachte schon, hä? Was geht denn jetzt ab? Ob das der ominöse Safe ist? Ja, Freunde. Ich gehe erstmal wieder abspeichern. Ja, bei so einem Trip, kein Wunder, dass der nicht gut aussieht, Mädel. So, was können wir denn hier noch schön nicht machen, ne? So, Kapazität können wir machen. Ha. Nichts, was irgendwie Sinn machen würde, könnten wir aufbessern. Ja gut, noch mehr Granaten, aber... Und noch mehr Streichhölzer. Und ganz ehrlich. Nein. Ich spare erstmal. Aber wir hatten... Da, Granaten. Und leider nur eine. Ah, besser als nichts. Dass man die nicht herstellen kann. Mensch. Wir haben 9 Teile. Machen wir davon mal 2. Und... Boah, 5 Teile brauchen die Flammendinger.
Die brauchen auch 5. Das sind aber auch die stärksten hier. Die Eisbolzen, die haben wir auch schon in einer der vergangenen Folgen benutzt. Die waren richtig geil. Da haben wir noch eine von. Ja, komm. Können wir wenigstens wieder Bumm machen. So. Man kennt mich ja. Ich mache gerne 100.000 verschiedene Spielstände. Wenn man den Let's Play schon länger verfolgt, der weiß das. Denn es kann ja immer mal irgendwas passieren, was nicht vorhersehbar ist. So ist das eben am PC, ne? Jetzt, wo ich unser Leben mal sehe, haben wir eigentlich wieder eine. Eine. Aber da wir uns eh nicht komplett voll heilen, ich nehme sie jetzt. What the... Gas. Oh, komm. Ja, Gas ist abgestellt. Ich hoffe, dass das abgestellt bleibt. Ach ja. Morgen. Sind alle wach? Ah, gut, das war nur das Licht. Das ist wieder einer von denen. Ja, moin. Meine Fresse. Fall hin! Wo bin ich da drauf getreten? Ja. Okay, nochmal. Vielleicht habe ich ja wieder irgendwas übersehen. Kommt euch doch mal vor, nicht? Oh, ich sehe schon, das wird wieder so eine bescheuerte Stelle. In der wir gefühlt 50 Mal krepieren werden. Ach, Freunde, das ist echt nicht einfach, das Spiel. Ja, vielleicht stelle ich mich auch wieder dämlich an. Weil, eben weil es ein Let's Play ist und ich auch noch nebenbei rumlaber. Oh, hier ist echt keinerlei. Ne, der kommt ja auch einfach so durch. Aber ich habe eine Vermutung, womit es zusammenhängen könnte. Entweder hängt es mit dem da zusammen oder damit, dass ich das Ding hier aufgemacht habe. Ja, ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass ich das aufgemacht habe. Komm, mach Bumm. Mach Bumm. Mach Bumm. Meh. Das macht natürlich nicht Bumm. Wie ist der hässlich? Höcknet, mein Freund. Höcknet. Auf. Ach nee, das hing damit zusammen, dass der Typ hier runterkam.
gutes Ding. Ja, hm? Ja, komm. Mach die Bombe jetzt mal piep. Das ist so unfair, ne? Bleib tot. Bei meinem Glück verrecken wir jetzt bei dem Versuch, die Bombe zu entschärfen. Ha! Geschafft. Ich will da aber irgendwie nicht durch. Na gut, das hing wirklich mit dem Typen zusammen. Ah, Streichhölzer. Haben wir ja einige von... Boah, erschreckt mich nicht so. Einige von verbraten. Was wieder? Ist das Pistolenmunition? Ja, Pistolenmunition. Gott, sind die laut, die Teile. Ist da was? Nein. Dann riskieren wir auch nicht, die Tür aufzumachen. Da geht's runter, da wo wir gerade die Falle aktiviert hatten. Meins. Ach, Sniper-Munition haben wir voll. Ah, nett. Sehr nett. Noch mehr Teile. Teilchen. Können wir wieder Bäumchen basteln. Das leuchtet so komisch. Was ist das? Da ist eine Bombe hinter. Ich riech es. Ich kann es schmecken. Das ist das. Sag ich doch. Kann man die irgendwie... Ich will die entschärfen. Ganz vorsichtig. Wenn wir das jetzt nehmen, ne, dann macht's piep. Ich will nicht. Ich will die Granate nehmen, aber irgendwie... Ich will die scheiß Bombe auch entschärfen. Weil der steht ja auf. Wenn das, Ah, jetzt können wir die entschärfen. Und... Nein! Scheißdreck. Da, schreit mich an, macht mich in den Kommentaren fertig, ich spiel so schlecht. Nein, Quatsch. Ich habe mich nur ganz grob verschätzt. Naja, wir haben ja noch. Das sind. Das Ding sieht mir nicht geheuer aus. What the fun? Hä? Och nö. Auch das noch. Ja, toxische Gase. Oh, drücken wieder, oh, drücken. Oh, komm, 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 komm. Scheiße, geht das schnell hoch. Na, mach schon. Oh, nö, nicht ihr schon wieder. Darf doch nicht wahr sein. Oh, keine Zeit, keine Zeit. Schwere Geburt.
Eieiei. Da war gerade wieder Spritzen aufgesammelt und schon ist mir die wieder verbraten, sehe ich gerade. Ach Leute, dieses Spiel, das hat es echt... Das macht es uns nicht leicht. Nein. Ich habe mir gedacht, ich drücke auch mal bei der Bombe ein bisschen früher, weil da ist ja immer so ein kleiner Delay drin. Hat nicht so ganz funktioniert. Oh, Glibber. Den nehme ich natürlich mit. So. Dann sehe ich schon wieder eine Bombe. Die bei dem Scheißvieh nicht anfängt rumzupiepen. Mach Bomben. Danke. Mein Gott, die Präzision ist schon so hoch von dem Ding. Oh ja, sehr schön. Ich verstehe das bei den Dingern nicht. Die ersten Gegner, die sind doch auch davon gestorben. Da sind die Bomben hochgegangen. So. Oh, ein Gitter. Da sehe ich schon wieder eine Bombe. Da ist noch ein Gitter. Wo es hier wohl lang geht, erfahren wir vermutlich in der nächsten Folge. For Let's Play The Evil Within. Bis dahin, ich mach's gut, ihr macht's besser. Ciao.